Es geht los. Jetzt nochmal die Nachspielzeitphase nach der Verletzung. Hier wurde der Zustand vor der Verletzung wieder hergestellt. Das war ausreichend. Das muss man erstmal sehen in so einem Helm. Großartige Körperarbeit. Hier ein Tschecher verliert die Waffe. Versucht sich mit seinem. While the teams from Group 5 till 8 will be fighting. We want to make only a very, very small break. And then we go on. Und hier sehen Sie wieder, diesmal einen polnischen Kämpfer, holt sich eine neue Waffe. Manchmal gehen Waffen zu Bruch. Diesmal gute Laufarbeit, gute Übersicht hier von den Tschechen. Schöne, recht dynamische Duelle. Sehen dort die blauen Abzeichen der französischen Nationalmannschaft auf. Marcher hat eine sehr starke polnische Mannschaft. Noch zwei Franzosen auf den Beinen. Und noch einer hat aus. Noch Wacke auf den Beinen. Martin.
Entschlossen vor. Unsere französischen Freunde sind hier im Blau. Ihr könnt sie ruhig anfeuern. Ja, Timmy, Timmy, Timmy. Oh, da hat es jemand niedergeschlagen. Aber ist okay, der Kämpfer ist okay. Oh, die Franzosen halten sich stark. Taktische Sache. Einfach das Bein gestellt. So einfach kann es manchmal sein. Und doch so schwer. Sie dürfen nicht vergessen, unter diesem Helm sieht man nicht sehr viel, hört man nicht sehr viel. Und man kann schwer atmen. Respekt für die Kämpfer. Und Sie sehen, hier ist ein absolutes Top-Team gekommen. Und es ist vorbei! Rechts sehen Sie Marschall, sehen Sie Robert Stadetzky und Matejic. Und Berlin läuft durch. Bisschen Bewegung schon da, die ganze Nummer länger. Sie sehen sich die Läufer in Schach halten. Wie viel Bewegung da ist. Yeah.
ist hier schon losgegangen. Sehen auch hier klare Vorteile für die Fahne und mit dem roten Hut Thomas von der Sprinter aus Deutschland. Hier kann man so ein bisschen zwischen sich verlauern und ganz viel bewegen gleichzeitig. Und der schwedische Kämpfer hängt hier mit seiner Waffe fest, kommt nicht los, muss dabei harte Schläge einkämpfen. Ausgezeichneter Läufer auch geworden. Das ist auch der Sieger vom Vorjahr. Großbritannien. Und die erste Waffe bricht. Die Briten hier richtig, richtig erfahren. Man sieht hier sehr viele taktische Eigenheiten. Sehen Sie zum Beispiel diese beiden Helmabenträger. Selbst gegenseitig wenig tun. Die suchen eher nach anderen Zielen. Oh, bitte das Duell an der Wand, dass ich mir warten kann. Und es ist vorbei, es ist vorbei. Starke Stärken und Schläge.
ganz deutlich. Der Kampf beginnt. Wer hat den Einzug hier ins Finale?
hier gleich heftiger Schlagabtausch. Und da hat jemand seine Waffe verloren. Und haben Sie gesehen, wie schnell er sich wieder eine neue Waffe geholt hat? Wie koordiniert er das gemacht hat? Wir haben im Grunde eine Einzelkampfsituation. Und da kommt er zur Hilfe. Aber er konnte sich noch retten.
Wir fahren zu Verstolpern, da kommt er raus. Thema noch, 0-0, kein Vorteil. Jetzt! Überzahlsituation in der Ecke.
Das ist einfach nur noch ein zähes Ringen. Der Regen ist halt